Servus bei Geschichte Tag für Tag. Heute am 13. Dezember haben wir noch 18 Tage vor uns. Jetzt geht's zackig. 1250 muss ich, kann ich, soll ich den Tod Kaiser Friedrichs II. Aus dem Geschlecht der Staufer melden. Er starb in Castel Fiorentino nach über 39-jähriger Herrscherzeit als König und als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Mit seinem Tod beginnt das Interregnum, die sogenannte kaiserlose Zeit, die bis 1273 dauern sollte und dann der Habsburger Rudolf I. zum nächsten deutschen König und dann zum Kaiser wurde. Gut, Friedrich II. Ist jetzt tot, das ist gleichzeitig auch das Ende der Staufer, 19 Jahre später, Taglia Cozzo, Konradin-Hinrichtung haben wir alle schon mal gehabt. Eine kleine Anekdote gibt es noch, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Legende, Geschichte oder wahren Begebenheiten ist, aber ein, ich sage mal, Hellseher, ein Alchemist hat Friedrichs Tod vorausgesehen und hat dem Kaiser gesagt, er dürfe niemals in eine Stadt gehen, die nach einer Blume benannt ist. Der Kaiser weilte von seinen fast 40 Herrscherjahren die meiste Zeit in Italien, kam aber nie nach Florenz, starb aber im Castel Fiorentino. 1545 eröffnet Papst Paul III. Das Konzil von Trient oder ein Konzil von Trient. Und zwar geht es natürlich wieder um die Glaubensfragen, Katholiken, Protestanten. Der Papst und die katholische Seite fordern von den Protestanten eine völlige Unterwerfung unter dem Papst, aber, naja, ich sage einmal mit ihren eigenen Glaubensvorstellungen, die würden dann erlaubt werden. Die Protestanten verweigern sich dann natürlich dagegen und so kommt es niemals zu einem Abschluss. Das Ganze zielt, wie wir alle wissen, auf diesen 30-jährigen Krieg hin. 1577 sticht Sir Francis Drake vom Plymouth, Südengland aus mit 5 Schiffen zu seiner Weltumsegelung. Mit dem Gepäck hat er einen Kaperbrief seiner Königin Elisabeth I. Somit gilt er als Freibeuter. Der Unterschied zwischen Pirat und Freibeuter ist, dass ein Freibeuter mit Auftrag plündert. Ein Pirat macht es auch im Auftrag, aber nur von sich selbst. 1810 bestimmt Napoleon Bonaparte die deutsche Nordseeküste für annektiert. Die Städte Hamburg, Lübeck, Bremen, Osnabrück und so stehen jetzt alle unter französischer Herrschaft und gehören rein rechtlich gesehen jetzt zum französischen Staatsgebiet. Das Ganze zielt ab auf die völlige Isolierung von Großbritannien. 1888 berichtet der deutsche Physiker Heinrich Hertz vor der Berliner Akademie der Wissenschaften von elektromagnetischen Wellen. Damit begründet er den drahtlosen Funkverkehr und zum Beispiel das Radio. 1903 möchte ich wieder einen Blick über den großen Teich nach Nordamerika werfen. Und zwar, alles muss mal erfunden werden, und auch wenn es nur vermeintlich einfache Dinge sind. Denn heute lässt der italienische Einwanderer Italo Marchioni seine Waffeln zum Patent anmelden. Und zwar sind es, die gibt es heute noch, 2 Waffeln und dazwischen Eis, Schokolade, wie auch immer. Ein Jahr später sollte ein syrischer Einwanderer nach Nordamerika diese Idee aufgegriffen haben und die Waffeln zu einer Tüte geformt haben und lässt sie mit Eis füllen. Und auf einer Messe in St. Louis ist das der absolute Renner. Unsere Eiswaffeln, die wir auch heute noch gerne schlemmen, sind erfunden worden. Und 1920, möchte ich jetzt sagen, tickten die Uhren noch einiges andere als wie heute. Und zwar lässt eben am heutigen Tag 1920 die Firmenleitung der Opel-Werke in Rüsselsheim die Tore des Werks kurzfristig schließen, und zwar aus Angst vor den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter der
Opelwerke haben schon vor längerer Zeit mal gesagt, ob es nicht an der Zeit wäre, sie an dem Gewinn beteiligen, und sie wollten heute, sagt man, Weihnachtsgeld dazu. Und zwar für Verheiratete ungefähr 100 Mark und für ledige, glaube 70 Mark. Die Geschäftsleitung war natürlich dagegen, und so machte sich, ich sage jetzt mal, massiver Unmut unter der Belegschaft breit, was die Geschäftsleitung dazu veranlasste, eben seine Tore zu schließen und die unmütigen Arbeiter erstmal auszusperren. 1945 enden die Verhandlungen im sogenannten Dachauer Hauptprozess. Es geht natürlich um das Konzentrationslager Dachau. Verurteilt worden sind knapp 40 Wärter, und die das Sagen gehabt haben im KZ. Es gab etliche Todesurteile und lebenslange Haftstrafen. Das war der erste Prozess gegen Nazi-Kriegsverbrecher in der neuen amerikanischen Besatzungszone. Und 1797 wird Heinrich Heine geboren. Heine überwand mit nur scheinbar ungebrochenen romantischen Vers eben die Romantik und erhob in den Reisebildern das kritische Feuilleton zur Kunstgattung. Vom Pariser Exil aus kritisierte er die politischen Zustände in dem Werk Deutschland, ein Wintermärchen aus dem Jahre 1844. Gut, das war's dann von mir für den heutigen Tage. Ich freue mich auf euch auf morgen und sag Servus.